Jetzt muss es schnell gehen. Gegen 15 Uhr war bei der Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden ein Brand in der Asklepios-Klinik gemeldet worden. Der Übungsbefehl Asklepios G1 wurde daraufhin ausgegeben. Es wird ein Schreckensszenario simuliert. Im ersten Stock des Krankenhauses ist ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Patienten sind eingeschlossen und müssen über die Fenster gerettet werden. Für die Feuerwehr geht es in erster Linie darum, die Abläufe, Gerätschaften und die Technik zu überprüfen. Allerdings in einem vergleichsweise kleinen Rahmen. Denn die Evakuierung des ganzen Krankenhauses zu simulieren, ist schlicht unmöglich. Im Ernstfall würde die Klinik als solches mit einem viel höheren Kräfteansatz beschickt werden. Das könnten wir hier in der heutigen Situation gar nicht darstellen. Um die Sicherheit in der Stadt für die anderen Bürger aufrechtzuerhalten, können wir nicht so viele Fahrzeuge für eine Übung hier zusammenziehen. Die Verantwortlichen des Krankenhauses und der Feuerwehr werten die Übung als vollen Erfolg. Und auch das Fazit eines geretteten beinahe Brandopfers fällt positiv aus. Sehr aufregend und aber auch sehr interessant, wie das alles so abläuft und so. Und die Jungs, die Feuerwehrmänner waren alle super top und super nett und sehr organisiert. Also es war toll, doch, tolle Erfahrung.